Dann haben die Profis sich aber beschwert, dass die Taktiken geleakt werden und wie sie callen und so, weil dann kannst du sie ja mental auch ein bisschen abfacken, wenn du weißt, wie sie zu verwirren sind und sowas. Dann haben sie es beim nächsten Turnier wieder weggemacht. Ja, okay. So, Offensive scheint hier gerade über Punkt C gehen zu wollen, mit einer Ausnahme, dass die Sage hier Punkt A vielleicht ein bisschen baiten will. Wobei sie sich jetzt gerade ein bisschen splitten. Oh, Bitte. wir haben Cypher dabei übrigens. Ja, und beide Teams sogar Cypher. Der ist auch Bitte. super gegen so Backsteps. Ja, bitte die Teams übrigens dann natürlich die Streams wieder ausmachen, ne? Wie immer. Ist klar. So. Zwei Leute gehen auf A und drei Leute gehen hier auf C von der Offensive. C-Engage, sehen die den Cypher. Oh, aber Zauberkill mit dem First Kill auf Doreen direkt. Damit Vorteil gerade bei der Defensive. Muffin hier mit Oh, der dem. carried it. Ja, Muffin nochmal mit dem Kill hier. Vince mit dem neuen mit. Horny Norbert mit dem Kill auf Floyd. Und damit 3 gegen 2 hier für die Defensive. Sind hier wieder im Vorteil. Hier wird gleich jetzt der Phoenix auf die Sage treffen. Oder sie gehen sich aus dem Weg. Nee, Crumper nimmt hier den Vince-Man raus. Hat hier den Kill. Ah, die Verteidiger schauen gut aus jetzt gegen den Brimstone. Ja, ist der Tyranny ganz alleine gerade. Garo geht rein, er muss jetzt hier aufpassen. Wurde hier nicht gescoutet. Hat den Spike aber nicht. Der Spike liegt hier gerade unter der Sage. Wird hier von Sage abgekämmt. Geht jetzt hier on spot. Muss hier links sofort jetzt die Sage gleich entdecken. Die Frage ist, was der Phoenix da oben macht. So, die wissen, wo der Spike ist. Ja, er Aber. sucht. Was er sucht, weiß ich auch nicht genau. Weil hier wird ja nicht gesaved in der ersten Runde, ist ja klar. So, jetzt kann der Call, okay, der ist auf C. Und da kommt sofort Horny Norbert, kann Türen rausnehmen. Und damit steht es 1 zu 0 für die Norberts. Interessant, auch viele Leute kaufen da die USP in der ersten Runde, gehen da aufs Aim. Ich bin ein großer Fan auch davon, mehr Utility mitzunehmen in der ersten Runde und dafür auf der normalen Pistol zu bleiben. Aber vielleicht ist eine Mischung das Beste. So zwei Spieler mit der USP, dafür weniger Utility und andere Spieler dann mit mehr Utility auszustatten. Vielleicht sogar gar kein Armor mitzunehmen. In bestimmten Fällen macht das auf jeden Fall Sinn. Das wird sich auch alles so rauskristallisieren. Stichwort Meta. Also da bin ich super gespannt drauf. Ja, First Fight jetzt gleich zwischen Floyd und dem defensiven Cypher. Da kommt nochmal die Kamera rein. Floyd switcht jetzt hier gerade die Position. Engage jetzt hier gerade auf Punkt A. Da trifft jetzt hier gerade auch nochmal die Race. Von oben nimmt sie hier Vinceman raus. Doreen hier geht immer down durch Horny Norbert. Und Punkt A ist hier gut gedefft. Da kommt jetzt gerade der Heal auf den Phoenix. Der geht ja auch nochmal rein von der Race. Ja, Oh, der Engage hier auf Riesenproblem. kurz gerade. Ja, Horny Norbert mit dem Kill auf Muffin nochmal. Offensive geht hier gerade komplett down und das ist makelloser Sieg. Crumper und Horny Norbert runden das Ganze ab. Und Horny Norbert schon wieder bei 5 Kills. Der Mann ist wahnsinnig gut. Jupp, ich wollte gerade schon sagen, Riesenproblem, dass er jetzt da von hinten kommt und gleichzeitig nichts auf A passiert ist. In so einem Fall, wenn dann wenigstens der Fokus auf hinten auch gelegt wird, ist das nicht mehr so schlimm in dem Spiel. Die Maps sind jetzt nicht die größten. Man kann sehr schnell backstabben, vor allem auch, weil man ja so früh oder so weit schon vorlaufen kann. Wenn man da keinen Gegenverkehr bekommt auf seinem Spot, hat man ganz schnell viel Information und das müssen die Teams natürlich auch im Kopf behalten. So, Offensive teilt sich hier wieder komplett auf. Einer geht hier gerade auf A. Der Rest geht gerade sehr verhalten defensiv. Floyd hier bleibt auf C lang erstmal. Hat hier gleich wieder das Battle mit Cypher. Wurde hier gerade von der Kamera entdeckt. Muss ich jetzt hier den Pfeil erstmal entfernen. Auch mega eklig, diese Kamera. Auch für die Attacker übrigens. Es gibt Teams, die setzen sie extrem effektiv ein. Ja, fast so wie Floyd seine Wendel. Ja, die Vandal war jetzt hier sehr gut. Hat hier den First Kill geholt. Offensive jetzt hier gerade mal im Vorteil. Alle 5 jetzt hier von der Offensive in der Mitte gestackt. Verlieren natürlich gut Zeit. Eine Minute verbleibt nur noch. Jett pusht jetzt hier nochmal auf C. Hat hier gerade schon den First Frag mitgenommen. Und die Defensive Ja, bleibt und aber auch sehr, sehr weit hinten gerade. ja, der C-Spot ist nämlich durch noch eine Tripwire gesaved. Also, die werden jetzt da gleich reinlaufen und dann wissen die Verteidiger, was passiert. Ah, da ist das Tripwire. Kurze Verzögerung. Und Horny Norbert in einem wichtigen Duell gegen den Windows-Spieler. Ja, und Floyd hier mit dem Kill auf Magic Weed Man und damit
ist hier gerade der nächste Kill gesichert. Darin holt hier nochmal Horde Norbert raus. Nur noch zwei Leute aus der Defensive am Start. Die Offensive hier gerade massiv überlegen. Scouten ja auch schon die richtigen Positionen gerade ab. Sage gerade mit dem Kill nochmal auf God of Honor. Und damit sind sie hier überlegen gerade. God of Honor kann hier nochmal einen Granatenkill auf Darin mitnehmen. Es ist aber gerade sehr ausgeglichen. 10 lang ist der letzte, da kommt der Call. Und da wieder gescoutet, kriegt ihr den Kill. Vinceman nimmt Klomper raus und damit holt die Offensive den ersten Punkt für ihr Team. Team Mindset holt den Anschlusstreffer. Ja, super verwandelt von Vince. Sein Teammate geht down und lang. Er weiß sofort, wo ist der Gegner. Der muss wahrscheinlich nachladen. Das war ein relativ hakliger Kampf da. Und er steppt direkt drum und holt sich den Kill. Obwohl C eben durch eine Wand abgeschnitten war und die Tripwire, vielleicht sollte der verteidigende Cypher, nämlich Zauberkind, diese kleine Falle ein bisschen tiefer positionieren, damit die Verteidiger noch mehr Zeit haben zu rotieren. Und das macht er jetzt auch gleich. Also er hat sie jetzt tiefer gelegt, damit die Angreifer noch ein bisschen länger brauchen, um direkt auf den Spot zu kommen. So, fliegt er gerade mit seiner Drohne raus. Floyd wieder im Battle gegen Cypher auf C. Hat direkt den Draht auch erwischt vom gegnerischen Cypher. Viel Informationen gerade gesammelt von der Drohne. Oh, Horny Norbert und God of Honor nehmen hier sofort die beiden Kills mit auf die Offensive. Vince und Sir Tyrion gehen hier raus. Da kommt nochmal die Ultimate aus der Defensive heraus. Kann der Horny Norbert hier noch einen Kill damit machen? Nee, kriegt hier gerade keinen mehr mit. Und jetzt geht die Defensive gerade auch steil. Die gehen hier weit nach vorne, pushen hier gut durch. Aber Floyd kann hier nochmal den Kill auf God of Honor mitnehmen. Horny Norbert nimmt hier den Kill auf Muffin mit. Darin kriegt den Kill auf Horny Norbert. Counterkill und Darin geht sofort down durch Magic Weedman. 3-1 und da geht Floyd down durch Cromper. Und das ist wieder der nächste Punkt für die Defensive gerade für Team Norbert. Da hat man auch wieder gesehen, dass die Verteidiger mehr gepusht haben als die Angreifer. Auf der Map nicht ungewöhnlich. Wie gesagt, wenn du keinen Gegenverkehr bekommst, dann hast du die Informationen und dann hast du die Kontrolle. Und normalerweise sollte das eben in eine Art von, ja, wir müssen jetzt irgendwie verhindern, dass die Informationen und die Map-Control bekommen, ausarten. Also mal sehen, wie die Angreifer darauf reagieren. Sie sammeln sich vor A und das war ja auch die problematische Position in der vorigen Runde. Aus dem Weg! Und jetzt hier gerade komplett Engage auf A wollen sie machen. Haben hier gerade schon mal zugesmoked. Hier oben ist die Race oben auf der Kiste drauf und Phoenix deckt hier lang ab. Also A kurz und A lang sind gesichert. Da kommt jetzt der Call, dass sie engagen wollen. Double Kill jetzt gerade von der Offensive gegen der Cromper und God of Honor. Ein Counterkill gibt es von der Defensive. Und da wird jetzt gerade rotiert auf den Punkt. Sieht es gerade relativ gut aus. Die Bombe kann platziert werden. Drohne kommt hier rein, will hier einmal eine Übersicht schaffen. Horny Norbert mit dem Kill auf Floyd. Damit gerade 3-4. Spike ist platziert. Von Alang kommt jetzt hier noch einer. Kann hier den Kill mitnehmen? Magic Weedman auf Sir Tyrion. Und er lebt hier immer noch. Kann hier nochmal weiter reinschießen. Aber Winsman kann hier sich nochmal umdrehen und den Kill da countern. Rehm Highground jetzt gerade. Winsman wieder mit einem Kill. Double Kill von ihm. Nimmt hier Horny Norbert mit und jetzt gibt es nur noch den Cypher, der gerade auf den Punkt engaged. Bombe explodiert, kriegt hier gut Schaden und Darin holt den Kill auf Zauberkind nach der angeschlagenen Botbombe. Sehr schön gemacht. 3-2, Offensive holt einen Punkt. Das war doppelt fies. Die Bombe hat nicht nur Schaden gemacht, sondern sie ist ihm ins Zielkreuz gesprungen, hat seine Sicht noch verdeckt. Also da war echt gar nichts mehr zu holen. Drei Leute auch vor ihm gestanden. Super schön zu sehen, dass die Angreifer direkt reagieren. Und diese Entry-Frags, hey, holy moly, da haben der Cromper und sein Teammate God of Honor etwas alt ausgeschaut. Auch keine Flashes gekommen oder nichts. Sie konnten ihre Utility gar nicht benutzen, weil sie so schnell gefallen sind. So sieht's aus. Wieder mal der ewige Kampf. Floyd will hier direkt wieder in die C-Position gehen. Dieses Mal machen sie einen Split-Push. Ah, kurz wird hier auch gerade gepusht. Ah, da geht gerade von hinten. First Kill gerade auf Winsman. Hat die Information. Boah, schöner Double Kill von Zauberkind. Zauberkind ja. Easy von ihm. Zwei Leute aus der Offensive leben noch. Sind die gerade beide auf A, haben die Bombe nicht. Jetzt die Engage gerade auf kurz. Aber God of Honor kann die sofort zur Tür rausnehmen. Und der Cromper macht die auf der anderen Seite noch mit der Operator. Muffin unschädlich und damit 4-2 Defensive für Team Horny Norbits. Das ist jetzt übel für die Angreifer. Eine Runde gewonnen, eine Runde verloren. Das ist ein Hin und Her. Man kann damit nicht wirklich arbeiten. Sie haben auch keinen Angle. Sie haben also keinen Hebel, den sie ansetzen können. Wenn du jetzt sagst, okay, auf A kommen wir immer irgendwie durch, dann versuchen wir das jetzt mal zu benutzen. Sie haben jetzt ihren Fake gespielt oder ihren Split-Push auf A lang und C.
das ging komplett in die Hose. Also ich bin mal gespannt, wie sie taktisch und strategisch damit umgehen. Anscheinend soll es jetzt wieder A gehen, aber sie haben natürlich nur SMGs und geupgradete Pisses. Ja, gerade natürlich die Eco von ihnen nicht ganz so gut. Hier wieder die Standardposition von Raze oben drauf und schöner First Kill von Crumper, der noch vor der Smoke den Kill auf Vince rausholt. Da kommt nochmal Fire rein, kann die aber nicht mehr viel bewirken. Sind schon auf dem Punkt drauf, da ist aber auch der Horny Norbert sofort am Starten. Die ist zur Tür raus, Muffin geht die nochmal down. Und Doreen kann die nochmal Counterkill machen auf Horny Norbert. Sind jetzt hier auf dem Punkt, gerade relativ alleine. Abgesehen von dem, der jetzt hier noch oben im Spot drin ist, die mit der Operator. Floyd mit dem Zauberkill raus, Magic Weedman hier mit dem Killer Floyd. Doreen kriegt die God of Honor und Magic Weedman macht den Sack zu mit dem Triple Kill. Holt ihn nochmal Doreen mit und die Defensive geht 5-2 in Führung. Leichtes Ungleichgewicht zwischen den Teams. Team Norbert ist gerade deutlich stärker. Ja, die Reaktion auf diesen einen oder auf diese eine Runde, die sie komplett verloren haben, als beide A-Verteidiger vorne standen und beide komplett kassiert haben, ist, dass sie jetzt einen im Heaven haben. Der ist noch sozusagen die Line of Defense, falls ein etwas aggressiver Counterpart, nämlich in dem Fall ist es God of Honor, falls er down geht, hat er eben noch seinen Mitspieler im Heaven. Und der kann den ganzen Push noch weiter slowen. Ja, und Norbert mit dem First Kill gerade auf Winsman. Mit der Ultimate kann er ihn rausnehmen. Das ist fies. Das ist richtig ärgerlich. Und der pusht jetzt auch weiter raus. Wow, die soll mal einen Follow-up-Kill hier gerade auf Doreen direkt reingegangen. Gar kein Problem für ihn. God of War auf der anderen Seite kann auch nochmal sortieren rausnehmen. 2-5 gerade. Und die Defensive gerade sehr aggressiv unterwegs. Gehen hier weit nach vorne. Horny nochmal mit dem Triple Kill insgesamt. Und macht er hier noch den Quadro Kill voll. Switch nochmal für Pistol. Schießt ihn nochmal gegen die Orb auf die Range. Natürlich wahnsinnig gefährlich. Und da rennt nochmal Magic Weedman rein. Stiebt hier auch nochmal weg. Ostereier auf den Tisch, ey. Eieiei. Das war schon wild gespielt von Horny Norbert. Am Ende kamen ja seine Teammates dazu und haben dann den Kill gemacht. Und das 6-2. War nie in irgendeiner Gefahr gestanden, in dieser Situation zumindest nicht. Ja, aber gut gespielt hier von der Defensive auf jeden Fall. Gerade auch an die Norbert, der sich hier gerade ganz klar als Teamlead absetzt mit 12 Kills. Sortieren momentan nicht so gut dabei, Muffin auch nur 2 Kills. Und es wird wieder der Push über A versucht. Das war ihr erfolgreichster Push bisher. Dieses Mal sollten sie auch eigentlich Waffen haben. Ne, wobei, ne, die haben nur Pistols. Wieder Eco-Runde. God of Honor mit dem First Kill auf Muffin und hier. Und der Follow-Up-Kill von Crumper auf Floyd. Natürlich mit den Operators, den Pistolen massiv überlegen. Jetzt wird schon kommt hier schon der Call, dass sie switchen wollen. Und da trifft jetzt gleich der Brimstone auf die Sage. Und die Sage, Magic Weedman, nimmt hier das Tor hier nochmal raus. Oh, Counter-Kill gerade von Vinceman mit der Pistol. Aber wird jetzt hier sofort von Sova engaged. Bam! Nimmt Horny Norbert hier nochmal Vinceman raus. The Ring it down! Nach einem Kill auf God of Honor, aber 3 Leute gegen 0 und das bedeutet nächster Punkt für die Defensive. Ja, da auch noch die Operator mitgenommen in die nächste Runde von Horny Norbert. Er droppt sie nicht seinem Teammate zurück. Gieriger Schlund. Ja. Den Blut gleich mitgenommen. Und jetzt wird wohl C versucht. Es wird auch irgendwie Zeit. Naja, ich meine, die Angreifer hatten jetzt auch viele Safe Rounds, also kein Hate oder sowas, aber es wird langsam Zeit, dass sie eben wieder ein bisschen das Spiel verbreitern und die Verteidiger sich selbst fragen lassen, ja, ist das überhaupt die richtige Bombsite? Ja, jetzt geht sie über C auf jeden Fall, am Boden vom gegnerischen Cypher sofort engaged. Oh, der First Kill gerade von Magic Weedman auf Muffins und Tidoreen geht auch noch down durch Zauberkind. 5 gegen 3 wieder alle hier gerade in C gecornert. Vinceman mit der Operator kann die Horny Norbert rausnehmen. Wichtiger Kill. Zur Tür ein Counterkill auf Zauberkind und damit 3 gegen 3. Schönes Ding. Jetzt müssen die Defender natürlich hier rotieren. Da kommt die Sage gerade aus der Wolke raus. Kommt hier aber nicht zur Seite. Wird hier sofort von der Counter-Sage rausgenommen. Vinceman mit dem Kill auf Magic Weedman. Kill nochmal von Floyd auf Crumper und damit 1 gegen 3. Nur noch der letzte Defender am Leben. God of Honor mit der Operator. Er könnte sie jetzt saven, sie haben aber genug Geld, also warum sollte er es nicht versuchen? Der Kill gegen Floyd, er wirft die Karte rein und switcht nochmal seine Position. Das haben die Verteidiger jetzt auch gecheckt. Ja, Dax, danke schön für den Resub. Vielen Dank für ein Jahr, danke schön. Aufmerksamkeit abzulenken. Schaut rein, da kommt Schade! Hat er fast noch den Klatsch geholt hier.
3 zu 1, aber er hat noch 2 Kills geholt. Schöne Performance hier auf jeden Fall von God of Honor. Sehr ja, gut gespielt. Endlich wieder eine Runde für die Angreifer. Es ist natürlich frustrierend, wenn man so viele Runden hintereinander verliert, aber es ist natürlich auch noch der Anfangsstadium des Spiels. Man sollte jetzt sich nicht zu sehr da reingraben. Oh Gott, wir sind 7-3 hinten oder sowas. Einfach den Kopf oben behalten. Kann sich noch alles turnen. Sie haben 5 Ultimates ready gegen 4 Ultimates aus der defensiven Seite. Sie müssen diese nächste Runde die Ultimates rausballern. Floyd mit dem First Kill, Muffin mit dem Follow-Up-Kill. Wieder der Muffin mit der Granate. Der holt ständig so viele Kills damit. Ja, oh, dafür ist er da. Das ist super wichtig, dass er eben mit der Race auch die Kills holt. So, jetzt wurde hier gerade von Cypher die Ultimate genutzt schon mal. Magic Gridman kann die nochmal Floyd rausnehmen. 3 gegen 4 Defensive gerade unterlegen. Und Sage in einer guten Position, kann die nochmal reinballern. Kriegt hier den Follow-Up-Kill. Magic Gridman nimmt den Ring raus. God of Honor mit dem Kill of Windsman. Satyrion kriegt hier einen Counter-Kill, aber der Crumper kann die nochmal Satyrion klar machen. Und damit ist es gerade der Vorteil für die Defensive 2 gegen 1. Und ich glaube, dass Phoenix hier in die falsche Richtung schaut, wird sofort angeschossen. Muffin kann den Kill mitnehmen. Crumper nimmt er hier raus und damit 1-on-1 Race gegen Race. Oh, wer gewinnt das wohl? Die sind beide OP, also unentschieden. Aber God of Honor ist hier die bessere Race. Kann hier den Headshot mit der Vandal machen und da geht Muffin down. Oder was sogar die Phantom? Ich weiß gar nicht genau. Schön ich auf jeden Fall gemacht. Ja, die Vandal, ja. Aber ja. Ist ja egal. Er hat auf jeden Fall getroffen in dem. Trotzdem war es nochmal gut von den Attackern zurückgekämpft in die Runde, nachdem sie da aufgehalten worden sind. Da hat. Da hat Zauberkind echt einen super Job gemacht, zusammen mit Magic Weedman. Ja, da hinterm Spot immer rechts, links gepiekt hat und nochmal geslowed, nochmal die Wand hingestellt. Genau das, was eine Sage eben machen sollte. Oh, Floyd nimmt hier den First Kill mit auf Horny Norbert, stürmen ja alle hart auf B gerade rein. Jetzt kommen die Gegner natürlich von allen Seiten hier angelaufen. Und es wird hier gerade ein Absturzgemetzel. Vince, man kann hier nochmal einen Kill mitnehmen. 3 Leute nur noch bei der Defensive. God of Honor mit dem Counter Kill auf Satyrion. Zauberkind. Das ist natürlich ein kleiner Spot, ja. Das ist natürlich von allen Seiten jetzt hier. Ultimate geht hier gerade rein von God of Honor. Schießt hier aber falsch und das ist natürlich schwierig. Vince, man kann hier nochmal beleben. Offensive gerade im Vorteil. Nur noch Phoenix am Leben. Sie wissen, von wo er kommt. Obwohl Satyrion gerade in die falsche Richtung schießt. Crumper nimmt hier noch 2 Kills mit! Mit der Ultimate! Und ist nicht down gegangen. Hat hier nochmal voller HP jetzt gerade. Muss jetzt hier aber schnell auf den Punkt drauf. Defensive ist im Zugzwang. Oh, der Tanz um den Spot geht los. Oh, Crumper! Oh, er wow! Aber er schafft hier nicht mehr zu defusen. Kriegt hier nochmal eine Kill. Geht hier nochmal drauf. 8 zu 4 in Runde 1 für Team Norbert. Und jetzt geht es in den Seitenwechsel. Offensive dieses Mal. Team Norberts und Mindset in der Defensive. Ja, jetzt muss ich mir ganz schnell die Heroes neu aufschreiben, welche Zahl was ist. Also 1 ist... Also das ist auch vollkommen random anscheinend. Es ist auf jeden Fall jetzt ganz anders gerade. Es ist komplett anders jetzt. Aber es hat mir vorhin schon geholfen. Moment, ey, jetzt ist einfach ganz normal oben die Reihenfolge. Nur halt andersrum. Jawohl. Sie können sich nirgends verstecken. Nee, nicht ganz. Ja, es ist ein bisschen geswitcht irgendwie. Ja, es ist ein bisschen verwirrend. So, auf jeden Fall gehen zwei Leute auf A. Einer geht auf B. Und die anderen beiden gehen auf C lang. Also sie splitten sich genauso wie die Defensive. Floyd kann den First Kill mitnehmen auf Magic Weedman. Ich komme hier gerade in keine Position, wo sie gerade am Fighten sind. Muffin hier mit dem Double Kill gerade gegen Crump und God of Honor. Aber God of Honor kann Muffin hier nochmal mit der Granate killen. Keiner mehr auf A. Auf B geht der Fight weiter. Horny Norbert nimmt hier den Reen raus. Es sind noch drei Leute aus der Defensive gegen 2 aus der Offensive. Ich bin jetzt auch fertig, alles aufzuschreiben. Also Floyd in der wichtigen Posi. Uiuiuiui. Oh wow, nimmt hier den Double Kill mit. Defensive holt hier den Punkt. Das war so wichtig für die Dynamik des Spiels. Jetzt haben sie das Spiel in der Hand.
Die Angreifer müssen schauen, was sie mit ihrem Geld machen. Speichern sie, also saven sie jetzt komplett. Kaufen sie sich vielleicht noch ein paar Pistols, vielleicht eine Sheriff, vielleicht eine Smoke. Wollen sie irgendwo hinrushen? Das ist die große Frage, die sich jetzt wahrscheinlich selbst auch stellen. Und es werden wohl sehr viele Ghosts gekauft. Und das war's anscheinend. Und sie sind ja mittellastig aufgestellt. Da ist dann natürlich der Brimstone, der Verteidiger, gefragt. Nummer 2. Passenderweise auch Syrtan 2 genannt. Oh, 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 die Offensive. Die Offensive macht einen harten Engage hier gerade. God of Honor mit dem First Kill auf Sir Tyrion. Gehen hier alle auf B gerade. Und jetzt muss die Defensive natürlich schnell rotieren. Komme ich schon mal gerade rein. Granate von Race geht hier durch. Defensive gerade gut aufgestellt. Hinten einer am Window. Die Sage müssen darauf aufpassen. Und hier gerade Floyd mit dem First Kill auf Cromper. Horny Norbert nimmt den Muffin auch raus. Vince McMahon kriegt den Kill auf Magic Weep Man. Zauberkill mit dem Kill auf Floyd. Defensive im Nachteil. Offensive placed gerade den Spike. Engage auf den Punkt jetzt hier, Dreen. Ah, da wurde defused sogar. Und die Defensive holt hier den nächsten Punkt, kriegt nochmal die Kills und damit sind sie weiter im Vorteil. Schöne Aufholjagd gerade. Da hat den Angreifern am Ende die Firepower gefehlt. Man hat es richtig gemerkt, sie mussten einfach an den Winkeln warten, dass die Gegner sie pieken. Und während die defused haben, standen die Angreifer dann da und haben gewartet. Etwas ungünstig. Es ist auch nicht immer ganz leicht. Faken die jetzt nur, diffusen sie nur halb. Das ist ja auch ein Ding hier bei Valorant. Finde ich extrem nice, diese Idee. Es gibt den ganz normalen neuen Twist, vor allem auch in One-on-Ones. Du kannst dich nicht darauf verlassen, ah, der faked nur, sondern vielleicht hat er jetzt schon halb diffused und jetzt braucht er nur noch 4 Sekunden statt 8 Sekunden zum Diffuse. Also sehr, sehr interessant, das alles. Ja, 2 Leute hier gerade auf dem Punkt auf jeden Fall aus der Defensive. Und da wurde schon gescoutet. Cypher geht hier sofort hin. Doreen kann hier Magic Weedman rausnehmen, wird aber sofort gechased vom gegnerischen Phoenix. Geht in den nächsten Fight rein, holt hier nochmal einen Kill. Double Kill von Doreen, der hier nochmal Cromper mitnehmen kann. Offensive weit unterlegen. 5 gegen 2 und das sieht sehr, sehr gut aus. Defensive spielt das hier super aus. Es sah auch noch so leicht aus seiner Sicht. Jetzt sind sie zu viert am C-Spot versammelt und keine Rotation auf der T-Seite. Die warten jetzt, die igeln sich ein. Einer schaut nach hinten, hofft auf den Backstep. Sie denken gerade, okay, die haben rotiert. Dabei chillt Zauberkind immer noch an der gleichen Position wie die ganze Zeit schon. Aber auch der gegnerische Brimstone hat ihn hier voll im Blick. Na, Horny Norbert macht sich jetzt auf den Weg nach hinten, um sicher zu gehen, dass da keiner backsteppt. Aber das Timing ist massiv schlecht für ihn. Oh, und Tyrion kann ja auch sofort den Kill mitnehmen auf Zauberkind. Horny Norbert kriegt zwar noch einen Counterkill, aber 4 gegen 1 ist sie gerade für, gegen ihn. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Und jetzt ist er auch noch geslowt. Sie wissen, er ist da. Sie hören den Sound. Ja, die umlaufen ihn jetzt ganz klar. Es ist 11 Sekunden auf der Uhr. Nichts mehr zu holen. Horny Norbert wird versuchen zu saven. Und da kommen wir auch zu einem Thema, was ich interessant finde. Bei Valorant. Oh, er kann aber nochmal 2... Kills mitnehmen. Kann ich nochmal 2 Waffen hinein? Wie ich gerade sagen wollte, das mit dem Saven, dass man eben das Equipment, das man gekauft hat, auch mitnimmt in die nächste Runde. Also es ist nicht verschwendet. Das gibt dem Ganzen auch nochmal einen neuen Touch, den man so in anderen Spielen noch nicht hatte. Also es ist, sie haben sich schon sehr viele Gedanken gemacht. Und das ist schon super gelungen und das in der Beta. Ja, man kann jederzeit die Utility einfach mitnehmen, weil die verliert man nicht, außer man used sie halt. Ja. Man muss ja nur überlegen, ob es sich jetzt noch lohnt, wenn man jetzt gegen 5 Leute ist, ob man da jetzt noch alles rausballern will oder einfach das saven möchte für die Eco. So, und jetzt kommt der Engage hier voll auf A. 5 gegen 2 im Vorteil direkt. Da kommt direkt die Ultimate von der Race aus der Defensive. Aus dem Weg! Boah, jetzt wird's interessant. Wie nutzt Vinceman sein Equipment? Die Wand ist schon mal gesetzt auf kurz. Oh, er geht aggressiv. Boah, schön! Hat aber schön den Kill mitgenommen. God of Honor nimmt hier einen raus. Vinceman kriegt den Kill auf Magic Weedman. Da geht die Flash sofort rein. Und der Follow-up-Kill hier von Floyd auf Cromper. Und die Defensive macht das gerade sehr, sehr stark. Vinceman kann hier nochmal God of Honor rausnehmen. Das sieht gut aus. Und der letzte Überlebende, Zauberkind. Hat er noch ein paar Tricks im Hut? Kann er noch was rausholen? Vielleicht einen Hasen? Nein.
Da kommt keine Hase mehr. Doreen kann ihr Zauberkind rausnehmen und es steht 8 zu 8. Krasse Leistung der Verteidiger hier. Da haben sich die Angreifer jetzt auch schon überall die Zähne ausgebissen. Auf C, auf B, auf A. Sie haben alles probiert. Finde ich auch sehr gut, dass man jeden Spot mal anfühlt. Vor allem, weil eben keine einzige Runde gewonnen werden konnte. Also jetzt haben sie aber natürlich das Problem von diesen 3 Spots, bei dem nichts geklappt hat. Was machen sie? Und sie sind sich da nicht ganz einig. Schau mal, wie spät sie erst loslaufen. Sie haben noch diskutiert, wahrscheinlich, wo sie hingehen wollen. Da geht der First Kill von Floyd sofort auf Zauberkind. Da ist der erste Kill für die Defensive. Boah, und irgendwie Muffins hat sich davor geschlichen, aber er wurde gespottet. Das war sehr krass. Und Magic Gridman konnte ihn sofort auch denyen. Da war natürlich jetzt gerade der Cypher wieder sehr, sehr nützlich. Und Crumper weiß genau, wo der ist, aber muss hier auf oben rechts aufpassen. Schießt ihn nochmal rein. Sprayt ihn durch und kriegt hier den Kill of Doreen. Magic Weed Man auf der anderen Seite holt hier nochmal den Kill of Floyd mit. Und damit ist die Offensive gerade mein Vorteil. Aber Winsman kann ihn nochmal ausgleichen. Nimmt hier den Kill mit auf Magic Weed Man. 2 gegen 2 gerade. Der Spike-Träger Phoenix ist hier gerade auf dem Weg zum Punkt C. Affe tot. Ja, der sollte jetzt auch planten können eigentlich. Honey Norbert war wohl gerade... erstmal noch rein mit der Ult. Sicher gehen, dass da niemand hinterm Spot wartet. Ja, planten kann er leider nicht in der Ult. Also, wenn er sofort anfängt schon, aber dann macht es ja irgendwie wenig Sinn. Er plant sie auf jeden Fall. Ist und der Retz. Und da kannst du natürlich direkt den Crumb auch noch denyen. Und es leben jetzt 3 Leute wieder. Es wurde vom defensiven Team gerest. Damit gehen sie in Führung mit 9 zu 8. Und ich glaube, Norbert war gerade AFK. Ja, sah irgendwie nicht so gut aus gerade. Weiß nicht, was da los war. Vielleicht ist da, man kennt es ja von der LAN, da wurde Getränk umgeschüttet. Das Headset geht nicht, Teamspeak-Probleme. Wir sind ja in einem Online-Turnier, aber es geht um 80.000 In-Game-Dollar. Also, es steht viel auf dem Spiel. Ja, bin mal gespannt, wie die Offensive das jetzt machen will. Die haben noch nicht eine Runde gewonnen in der Offensive. Da waren die Norberts aber die ganze Zeit besser unterwegs. Das können sie besser. Floyd aber sofort mit dem First Kill auf Magic Weedman. Und damit wieder im Vorteil die Defensive. Mitte wird jetzt hier gerade abgekämmt. Da haben sie sich gegenseitig schon gesehen. Floyd kann den Follow-Up-Kill direkt mitnehmen auf God of Honor. Der Phoenix wartet jetzt hier einfach erstmal, ganz gediegen. Floyd nimmt den dritten Kill mit und macht damit sein Drilling voll. Jetzt hier geht mit der AK gegen die Operator. Winsman von hinten nimmt die Zauberkind und Honey Norbert raus. 10 zu 8. Und die Defensive rasiert ja komplett durch. Was hat Winston da plötzlich geschluckt? Da hat er Vollgas gegeben in der Runde. Da ging ja alles. 10 zu 8. Schau mal, die haben jetzt 6 Runden in Folge und wenn man die vorige Halbzeit mit einem 7 Runden in Folge gewonnen. Was ist los mit den Norberts? God of Honor schaut extrem stark aus, hatte vorher nicht die beste Map, aber er ist definitiv aufgewacht. Sie brauchen ihn jetzt wieder. So, jetzt wird hier wieder der Splitpush versucht. Einer geht Window in die Mitte. Leute hier mit der Operator jetzt selber. Kriegt ihr aber den Kill gerade nicht mit. Und auch mutiger Push an A lang. Da ist Muffin mit seiner Sage vorgepusht. Oh, die tut weh. Oh, die Granate kriegt hier nochmal den Kill auf Winsman, aber Winsman kriegt hier vorher noch den Kill auf God of Honor mit. Und die Granate von Race wieder mal sehr, sehr stark. Auf A geht es hier nichts mehr. Nächster Fight hier gerade auf Magic Weedman nimmt hier zur Tür mit auf den Double Doors. Schöner Jet Dodge von Floyd hat sich da nochmal weggewalkt. War kurz ganz blöd dran gestanden mit seiner Operator. Oh, der steht ja schon close. Der Sova. Horny Norbert kriegt den Frag. Jetzt ist es keine wieder ein 2-on-2. Es ist alles möglich. Der Spike liegt natürlich schon einfach rum, aber keiner, weder das Defensivteam noch das Offensivteam, geht gerade zum Spike. Jetzt wird hier erstmal gescoutet. Wo sind eigentlich die Gegner? Die Operator wird sich geschnappt. Spike liegt hier gerade rum.
Oh, und der Reen ist jetzt in der perfekten Posi, um sie dann zu überraschen. Die haben ja gerade alles abgecheckt und jetzt kommen sie wieder zurück. Oh, da wurde auch gerade schön gewallt. Und jetzt hier der Kill von Doreen. Mit der Sniper nimmt er hier Magic Weedman raus. Auf den Punkt alleine. Jetzt hier gerade Honey Norbert. Dave von Doreen auch gekillt. Wird Double Kill von ihm. 11-8. Und die Defensive rockt hier einfach nur komplett durch. Die haben jetzt schon 7 Runden hintereinander gewonnen. Die Offensive gerade chancenlos. Schiebung, Schiebung. Die sind doch bestochen worden. Also bestechend war vor allem auch das Aim von Doreen mit der Operator. In dem Spiel denke ich sogar noch stärker als ihr Äquivalent in einem anderen Ego-Shooter, den wir gerne auch mal anschauen. Also, ja, vielleicht. Also, es ist halt eine Mischung zwischen, man kommt relativ langsam um die Ecke und sie killt mit einem Schuss. Wenn man nicht irgendwie eine Möglichkeit hat, schneller um die Ecke zu kommen, dann hat man gegen die Operator kaum eine Chance. Und das sagt Cromper auch. Der wurde sofort von Doreen rausgeholt. Doreen zieht gerade einen Potato-Shot auf Horny Norbert. Horny Norbert hat sich erst geduckt unter den Schuss weg und hat ihn überlebt. Kommt hier nochmal gerade durch. Versucht jetzt hier mit den Shock-Arrows gerade irgendwie den gegnerischen Doreen zu treffen. Die Schockpfeile treffen hier nicht allzu gut. Doreen ist hier gerade in der Position und jetzt sagt Norbert auch, nein, da bleibe ich nicht. Ich gehe rüber. Auf der Mitte geht der nächste Fight los. Entern jetzt hier gerade die Double Doors. Double Doors hier gerade Brimstone gegen Race. Plötzlich nochmal auf der anderen Seite Zauberkind raus. Und da gibt's den Kill. Honey Norbert im Winzer mit und God of Honor killt sich selber mit seiner Granate. Das ist bitter. Ja, ist halt OP. Die kann sich sogar selbst killen. Ja, genau. Also nächstes Mal lieber. Andu, vielen Dank für deinen Raid. Dankeschön und Grüße an all die von dir gerade rüberschauen. Hey, wir sind gerade mit dem Cast. Hier. Der Spike liegt ganz blöd für ihn in der Mitte, wird von der Race gedeckt. Supporter noch die Jet, die von B rausschaut. Da ist noch eine Smoke. Da machen sie alles richtig auf der Verteidigung. Er schaut jetzt mal rein mit seinem Pfeil. Schöner Kill. Super. Er muss aber noch raus. Und das wird schwer, die Ulti. Oh, kommt hier nochmal raus. Und rennt in den Cypher. Wow, er holt hier den Quadra. Ich fass es nicht. Jetzt geht natürlich Floyd einfach nur weg, weil er hat keine Zeit mehr, der Gegner. Er muss reinrushen. Und da kriegt Floyd den Kill. Und es steht 12-8 für die Defensive. Wahnsinn, wie Mindset hier gerade nochmal das Comeback macht. Zum Glück ist die Kamera aus gerade bei mir. Ich habe mir fast die Augen ausgekratzt. Das war ja ein super Anfang von Horny Norbert und dann kam ihm das Glück zur Seite und hat ihn genommen und ihn weitergetragen und noch weitergetragen mit der Piste gegen den Cypher da. Natürlich mit der Operator nicht die beste Bewaffnung gehabt in dem Close Fight für den Cypher. Ja, das war ja hier der Cypher der Verteidigung ist, das hat sich wieder gewechselt übrigens, die Nummern. Ja, die wechseln sich ständig durch, ich hab's aufgegeben mittlerweile. Also Doreen war da mit der Operator überrascht, aber... Ja, Doreen steht jetzt auch hier gerade in der Mitte, mit der Operator bereit. Magic Weedman engagiert jetzt hier gerade, will den Doreen rausholen. Und da kommt er von der Seite, wird von einer anderen Sage angegriffen. Einer schon down vom defensiven Team. Doreen hier mit dem Kill auf Magic Weedman gleicht hier nochmal aus und damit ist es wieder ausgeglichen. Ultimate von Doreen geht es raus. Cypher Ult, alle Positionen sind bekannt. Könnt ihr kurz sehen, von wo sie jetzt kommen wollen. Einer noch auf C, einer auf A. Und einer noch in der Mitte. Oh, schön gemacht hier. Der Kill nochmal von Horny Norbert auf Muffin. 3-2, nur noch Horny Norbert, der hier lebt. Und der Spike ist natürlich down, sie wissen, wo er ist. Engagiert sie gerade auf den Cypher. Oh, das war knapp. Hab sie gefunden. Ja, da muss er fast weg, also... Doreen spielt das auch super intelligent. Geht um die Ecke, legt dann noch seine Falle rein. Ekelhaft nochmal eine Falle, um sich selbst zu schützen. Da wird Horny Norbert keine Chance haben. Oh, oder auch doch. Er nimmt die Falle hier raus und kann natürlich einfach durchengagen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, in 14 Sekunden schafft das nicht mehr, hier die drei defensiven Leute zu killen. Zu killen, Entschuldigung. Gegner am Boden. Oder sie laufen ihm entgegen und machen es nochmal möglich. Schau mal. Jetzt haben sie sich aber nochmal eines anderen besonnen. Was soll denn das 13-8 sein? Das ist das 13-8 und Mindset nimmt hier diese Runde mit.